Das Blöde ist jetzt halt, ich habe unser ganzes Zeug schon verkauft. Ja. Das heißt, ich kann mit den Bauern jetzt auch nicht mehr handeln, richtig? Weil, ja, und die Farm angepflanzt habe ich auch nicht. Das ist eine schlechte Kombination. Hast du die gerade abgeerntet oder was? Nö, die habe ich ja letztes Mal, die war schon abgeerntet, die habe ich nur eingesammelt. Ach so. Aber vielleicht reichen auch die Bauern, die wir jetzt haben, weiß ich nicht. Das wäre der einfache Weg. Wobei der eine hier kauft rote Beete, Alter. Rote Beete haben wir vielleicht noch. Das will doch keiner. Rote Beete fressen die Schweine. Aber 31 sind hier drin. Nochmal 31. Das lohnt sich nicht. Wobei, wir müssen auch überlegen, wie viele Bauern wir unterbringen möchten. Ja, alle. Ich meine, man könnte jetzt auf Effizienz gehen und könnte sagen, wir machen die Block an Block. Nee, aber das würde ich nicht machen. Ich würde es schon auch schön nicht machen. Ja, ja, das ist nämlich das Ding. Ich würde es auch schön machen. Und ich glaube halt, wir brauchen die einfach auch nicht Block an Block. Nee, glaube ich auch nicht. Weil, also ich will jetzt nicht das Design irgendwie schlecht reden, zum Beispiel von dem von dem Bedrock-Server, weil das ist schon geil. Ich glaube nur für unseren Fall hier macht das keinen Sinn, weil wir brauchen das nicht. Für einen Server ist das cool, weil dann kann jeder so, ne, dann kann man das auch so, da kann man damit handeln und solche Sachen. Aber für uns jetzt, glaube ich, ist es die Mühe nicht unbedingt wert. Wir haben jetzt schon so das Minimum an Mühe reingesteckt, um gute Verzauberungen zu kriegen. Aber jetzt reicht es dann auch, denke ich. Ja, das passt schon. Wir haben immerhin mehr Mending für 12 Smaragde, also. Das wäre was heißen. Ja. Ja. Ist die Frage, gut, wie lange haben wir noch? 13 Minuten, das ist noch ganz schön, da kann man schon noch was machen. Ja, ich pflanze die Farm gerade an. Oh, das ist gut. Ja, sonst geschieht das nie. Ja, das ist blöd. Eigentlich war geplant 2 Folgen und nicht 5 und ich bin richtig müde inzwischen schon, ey. Ja, aber jetzt sind es ja nur noch 13 Minuten. Ja, aber was mache ich jetzt 13 Minuten noch? Die Lagerkisten einsortieren, die sind nämlich alle voll. Also da, da kann ich auch vorher rumstehen und nichts machen. Da ist die Zeit genauso verschwendet. Oder neue Sortierkisten hinbauen, dass man die auch noch voll machen kann. Das wäre eine Idee, weil die anderen sind nämlich voll. Ich weiß, das habe ich gerade gesagt. Achso. Ja, ich bin nimmer aufnahmefähig gerade. Wortwörtlich. So wie die Truhen. Ja. Ich kann 8 Smaragdblöcke machen. Und toll. Das habe ich jetzt gemacht. Du kannst mir die Smaragde bringen und ein Buch, damit ich mir ein Dornenbuch kaufen kann. Ja. Ansonsten hole ich es mir dann halt selber, aber wenn du was zu tun haben willst, kannst du Postbote spielen. Okay, wo bist? Im Farmturm oben, aber ich bin gleich fertig. Oh ja. Vergessen nicht die Melonen und Kürbisse. Da bin ich gerade. Ah. Die sind sehr wertvoll. Unsere ganzen Bauerfreunde geben uns extrem viele Smaragde dafür.
Ich habe immer noch goldene Karotten aus dem Nether vorhin. Ich esse die ganze Zeit schon. Vielleicht sollte man mal drüber nachdenken, auch goldene Karotten zu essen. Ich weiß es nicht. Ich finde, da muss man immer so viele davon essen. Dann esse ich sie halt. Soll ich unser Farmzeug wieder zu... Nee, nicht zu Knochenmehl verarbeiten, ne? Du wolltest es ja handeln. Ja, das ist wichtig. Sehr wichtig. Essentiell quasi. Wo soll ich das reintun? Ich tue das mal hinten an der Farmkiste rein. Ich habe eine Lieferung. Ach so. Ah, danke sehr. Bitte sehr. Da bin ich mal gespannt, ob das auf die Schuhe oder den Helm geht. Ich auch. Wo ist schon das ganze Zeug? In der Truhe, neben der ich stand. Ah. Sind die Karotten schon eingerechnet? Ach ja, du hast ja angepflanzt. Ja, das kann alles benutzt werden. Sehr gut. Dann würde ich gerade mal alle Karotten zu goldenen Karotten machen. Boah, also auf die Schuhe scheint es zu gehen. Das steht aber zu teuer. Auf die Hose kostet 27. Auf den Helm ist es auch zu teuer. Ja, aber steht bei dem Helm schon zu teuer, wenn du ihn reintust? Nee, erst wenn ich das Buch reintue. Das will ich auch mal probieren. Schuhen genauso. Für die Hose brauche ich 27 Level. Ich war immer der Ansicht, dass das nicht geht, aber vielleicht geht's ja doch. Dann lasse ich das Buch hier vor dem Amboss liegen im Haus. Okay. Weil ich gehe jetzt kurz ins Ende noch für die letzten paar Minuten, hol mir die 27 Level. Ah ja. 17 habe ich schon. Das geht ja. Ah, ich habe kein Minecart jetzt dabei. Ich habe jetzt knapp 2 Stacks goldene Karotten. Da wir jetzt ja keine Goldäpfel brauchen, konnte ich das Gold problemlos dafür zum Fetch rauswerfen. Und so viel war es ja auch gar nicht. Wir haben immer noch 41 Goldblöcke. Oh, ja, das reicht ja. Und jetzt warte, wo liegt das Buch? Vor dem... Ah ja. Vor dem Amboss im Wohnzimmer. Weil dann probiere ich das auch mal aus. Auf meine Schuhe. Meine Schuhe haben gar nichts momentan. Oh ja, das geht. Hä, oha. Ja, nur leider sind meine Sachen zu krass verzaubert. Meine nicht. Ich habe einen Goldhelm. Stimmt, ich habe gar keine gescheite Rüstung mehr. Ich habe nur eine Hose, aber da kann ich es drauf machen, weil der Fluch der Bindung, die kriege ich nicht mehr ausgezogen. Und die hat auch, das Blöde ist, die hat auch noch Mending, das heißt, die geht nie kaputt. Das war... Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, Freund. Das ist natürlich suboptimal dann. Ja, aber immerhin, die hat Schutz 4. Aber wenn du die, wenn du stirbst, geht die weg, oder? Ja, wenn ich sterbe, geht sie weg. Ja. Aber ich sterbe ja nie, deswegen, also die werde ich jetzt, die werde ich jetzt sehr lange tragen. Ja. Du kannst auch ins Ende gehen, deinen Bogen reparieren. Stimmt. Das wollte ich auch noch machen. Ich könnte jetzt gegen die Wand fliegen und dann ins Ende gehen. Ja. Ich mache mir einfach eine Lederrüstung mit Diamantbesatz. So wie, so. Hä? Habe ich nicht gerade aufs Bett gedrückt? Und bin schon dann gestorben? Ja. Ich habe wohl nicht aufs Bett gedrückt. Ich bin extra in mein Zimmer, damit ich aufs Bett drücken kann, damit ich nicht am Weltspawn rauskomme. Mann, Mann, Mann. Und jetzt bin ich am Weltspawn. So, ich habe die Level. Wo ist das Buch? Das liegt oben in meinem Zimmer bei meinem anderen Zeug. Ach so. Aber da ich würde mein Zeug gerne... haben.
Ja, und ich würde das Buch gern haben. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin jetzt da, gleich. Ich naja, nicht. In der Handelshalle. So, ist schon noch alles in Ordnung. Sieht so aus, alle Dorfbewohner noch lebendig. Na gut, ich muss mir überlegen, ich brauche eine neue Rüstung. Ja, aber vielleicht lieber nächstes Mal dann damit anfangen. Ja, nee. Ich lass dir ein Geschenk da. Hast du mein Zeug aufgesammelt? Nee, ich habe nur das Buch geholt, mein Inventar ist nämlich voll mit Enderperlen, deswegen musste ich einen Stack Enderperlen da hinschmeißen. Oh. Also. Okay. Ich hätte gerade fast aus Reflex die Hose wieder angezogen, weil die mein Inventar war jetzt. Haben wir einen Lava-Mülleimer? Nee, aber ich würde auch keinen machen. Ich glaube, wir haben uns bewusst dagegen entschieden, weil wir nichts wegschmeißen. Ja, aber mein Inventar ist voller Enderperlen und die Enderperlentruhe auch. Dann schmeiße auf den Boden. Das ist eine gute Idee. So. Ich muss meinen Minecart abholen. Das habe ich in irgendeine Schlagertruhe geschmissen. Hm. Bei den Dorfbewohnern und habe es da vergessen. Ah ja, hier ist es. Oh, hier ist ja noch ein Wachenrüstungsbesatz drin. Ja, aber leider kein Warthof. Hm, das stimmt. Es wäre zu schön, um wahr zu sein. Wortwörtlich. Oh ja. Zu schön, um wart zu sein. Ha. Hm. So, aber eigentlich bin ich dann fertig für heute. Fix und fertig. Ja, weil jetzt sind's jetzt was anzufangen lohnt sich wirklich nicht mehr. Ja. Ich mache jetzt als kleine Erinnerung für die nächste Aufnahme eine neue Rüstung. Beziehungsweise ich habe schon 2 von 4 Sachen. Ne, ich brauche sogar nur eine Hose, weil ich meinen Brustpanzer müsste ich noch haben. Das ist immer noch mein allererster. Der mit Dornen 3. Oha. Den habe ich. Das heißt, ich brauche nur eine Hose. Einen Helm habe ich nämlich in der Truhe gefunden. Und jetzt habe ich eine ziemlich schlechte Rüstung, aber volle Diamantrüstung. Und dann weiß ich, ich muss die verzaubern. Hm. Bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, ihr könnt mal schon anfangen, Betten abzuschließen, wie lange ich jetzt mit unverzauberter Diamantrüstung rumlaufe. Bis zum nächsten Tod. Hier ist schon ein antiker Schrott. Ja, den habe ich gefunden. Ich habe extra hier die als Kruschkisten benutzt, damit man keine normale aufstellen muss. Ja, aber das wird jetzt umgeräumt. Weil die stören mich, wenn die hier so in der Mitte rumstehen und ich muss noch die letzten 5 Minuten füllen. Aber der Vorteil wäre ja gewesen, dass man die einfach hätte abbauen können und da drüben wieder hinstellen. Ja, aber da ist ja inzwischen so viel verschiedenes Zeug drin, dass man die gar nicht da drüben hinstellen muss. Sondern dass man damit eh durchs Lager rennen muss. Ja. Und dann hat man 2 neue Schalkertruhen. Die von denen eine jetzt du hast. Tatsächlich, die behalte ich. Ah, ja. Kommt in meine Endertruhe. Da ist bei mir schon eine drin. Ja, bei mir nimmer, weil eine von denen war meine Endertruhen-Schalkertruhe. Ah, ja, meine ist gefärbt. In Gelb. Meine nicht. Wo ist eigentlich meine? Ich färb meine jetzt. Meine war hellblau, ich mach die wieder hellblau. Ja, die ist irgendwann mal abhanden gekommen. Ja. Haben wir da nicht sogar die Leute mal gefragt, ob sie sich erinnern, in welcher Folge das war? Ja, die ist despawned, weil ich gestorben bin und du, genau. du aus irgendeinem Grund. War das da, wo du gemacht. Durch dieses Loch geflogen bist in der Klippe? Ja. Und du hast dann mein Zeug nicht aufgesammelt oder irgendwas? Doch, ich hab's aufgesammelt, aber ich hab die nicht gesehen, glaube ich. Nee.
Nee, irgendwas war da. Ich weiß es aber nicht mehr. Irgendwas war da. Ich weiß noch, dass man es irgendwie in irgendeiner Aufnahme hatte man es noch gesehen. Ja. Das Zeug. Und dann war es aber despawned, als du das nächste Mal dran vorbeigelaufen bist. Das war richtig, das war ein trauriger Moment. Aber das macht nichts. Weil jetzt gibt's wieder einen. Oha. Die sieht schon cool aus, so. Ja, und die nenne ich jetzt gleich Gnoms, so wie du das auch immer machst. Mhm. Dann weiß ich gleich, das ist meins. Ja. Oder dann weiß der, der das Ding irgendwann in der Truhe findet, voll mit Zeug, dass es meins ist. Ja. Sollen wir dann mal im Wohnzimmer die Folge beenden? Vor dem Fernseher, oder? Die Aufnahme. Ja, das setzen wir uns vor den Fernseher. Das haben wir noch. Da ist immer noch das Loch in der Wand. Sollen wir das kurz zumachen? Ich mach das kurz. Das Zeug nicht dabei. Ja, ich hol das. Das ist kein Problem, das ist schnell geholt. Auch wenn ich das Zeug aus der falschen Truhe holen muss, weil irgendjemand die Fichtenbretter bei sonstigen Brettern reingetan hat. Obwohl wir eine Fichtenbrettertruhe haben. Hm, wer macht denn so ein solche Fakten? Das weiß ich auch nicht. So. Oh Gott, aua. Gut. So wie bei Mario 64, da bin ich auch mal durch Bilder gesprungen. Ja. Das kann ja der Abschluss werden. Genau. Dann würde ich sagen, wir bedanken uns fürs Zuschauen und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal.